Hallo ihr Lieben. Und war der Nikolaus bei euch da? Hat er euch was gebracht? Ich hoffe. Leseratte, kommst du auch? Kommst du? Was hat die Leseratte? Komm, Leseratte. Die zittert ja, sie ist so aufgeregt. Was ist denn, Leseratte? Du bist ja ganz aufgeregt. Das was in deinem Stiefel? In dem Nikolausstiefel hast du was? Okay, super. Soll ich dir das holen? Ja? Es ist zu schwer. Okay, lass mich schnell holen. Guck mal, was hat Leseratte bekommen? Einen Teddybären. Einen Schokoladenteddybär. Ach, wie lecker. Hast du aber Glück. Dann warst du sicherlich sehr lieb gewesen, kleine Leseratte. Ja. Aber Leseratte, das ist zu viel Schokolade. Ich denke, du kannst ruhig etwas teilen. Gina, kannst mit Gina teilen. Machst du das? Gut. Okay, komm, wir legen das weg. Und dann wollen wir mal sehen, welche Geschichte wir heute vorlesen. Wo ist unser Adventskalender? Okay, bist du bereit, Leseratte? Ja. Welchen Tag haben wir denn heute? Es ist der 6. Dezember. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wo ist die 6? Oh, ich kann keine 6 sehen. Könnt ihr die 6 sehen? 1. Wo ist die 2? Oh, papapapap. Ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregt. 2. 3. 4. Wo ist die 5? 5, 5, 5 und 6. Hier ist die 6. Und wir lesen heute: Der Nikolaus ist für alle da. Haha, das hört sich gut an. Der Nikolaus ist für alle da. Holt ihr schnell mal eure Kuscheltiere. Wir holen Gina und dann sehe ich euch gleich. Der Nikolaus ist für alle da. So heißt unsere Geschichte heute. Morgen kommt der Nikolaus, ruft Jan und hopst auf dem Bett auf und ab. Er freut sich nicht. Und jetzt sagt die Mama: Bist du dafür nicht zu groß? Fragt Mama. Jan ist schon 7 Jahre alt. Also Mama meint, der Jan ist schon zu groß für den Nikolaus. Was meint ihr? Wird man zu groß für den Nikolaus? Das weiß ich nicht. Kommt der Nikolaus nicht zu allen? Fragt er. Was meint ihr? Kommt der Nikolaus zu allen? Oder kommt er nur zu kleinen Kindern? Am nächsten Tag wartet Jan bis abends am Fenster. Doch kein Nikolaus, weit und breit. Sicher ist Mama auch traurig. Also Jan ist traurig und er meint, die Mama ist dann auch traurig. Jan guckt sich im Zimmer um und plötzlich hat er eine Idee. Mal sehen, was er macht. Ganz leise zieht Jan den roten Bademantel an. Aus der Wattedose nimmt er Watte. Aus der Klebetube drückt er Kleber. Was hat der Jan vor? Also er hat einen roten Bademantel angezogen und hat Watte genommen. Die Watte klebt prima. Der Jan hat sich einen Bart gemacht. Jan sieht in den Spiegel fast wie ein echter Bart. Er sieht aus wie der Nikolaus, denke ich nicht. Er holt sich eine Einkaufstüte, so eine Ökotüte aus Stoff.
Die sieht beinahe aus wie ein Sack. Und dann guckt Jan in den Kühlschrank. Da sind 1, 2, 3 Orangen und eine Wurst. Er findet auch etwas Schokolade. All das steckt er in die Tüte. Guck mal, Jan sieht so aus wie der Nikolaus, nicht? Dann geht er leise aus dem Haus und er klopft von draußen an die Tür. Wer macht denn jetzt auf? Als Mama aufmacht, sieht sie sehr erstaunt aus. Also, sie hat den Nikolaus nicht erwartet. Ich bin der Nikolaus, ruft Jan mit ganz tiefer Stimme. Ich komme zu Großen und Kleinen. Waren Sie denn brav? Waren Sie lieb? Ich glaube schon, sagt Mama ängstlich. Wollen mal sehen, was ich in meine Ökotüte habe, brummt Jan Nikolaus. Ach, ich meine, in meinem Sack. Jetzt muss er mal gucken, was er hat, nicht? Er gibt Mama die Schokolade, die Orangen und die Wurst. Oh, danke, was für eine schöne Wurst, ruft Mama. Oh, je, jetzt habe ich dem Jan erzählt, dass der Nikolaus nur zu den ganz Kleinen kommt. Geben Sie ihm doch die Schokolade, meint Jan Nikolaus. Das ist eine gute Idee, sagt Mama und zwinkert Jan Nikolaus zu. Also mit einem Auge. Das eine Auge hat die Mama zugemacht und gezwinkert. Da wird er sich bestimmt freuen. Guck, die Mama hat sich auch gefreut. Sie gibt den Jan Nikolaus ein Drückchen, nicht? Und sagt auch vielen, vielen Dank. Haha, ja. Und so hat der Jan auch was zum Nikolaustag bekommen, nicht? Und er hat Mama auch eine Freude gemacht. Und das könnten wir auch machen. Ihr könnt ja auch Nikolaus spielen. Danke, Leseratte. Das war eine tolle Geschichte, nicht? Der Nikolaus ist nicht zu Jan gekommen. Da hat der Jan sich als Nikolaus verkleidet und hat was Leckeres aus dem Kühlschrank geholt und in einem Beutel gesteckt. Er hat sich verkleidet und hat der Mama was geschenkt. Ach, wie süß. Also, ihr könntet das auch machen. Jemanden anders eine kleine Freude zu bereiten, zu dem der Nikolaus nicht gekommen ist. Also, liebe Kinder, bis morgen und dann wünsche ich euch alles, alles Liebe. Und Leseratte, du teilst deine Schokolade. Hast du mich verstanden? Ja, gut, das machst du. Okay, bis morgen. Tschüss.